Hey, willkommen bei Disaster Tours. Beim letzten Mal sind wir nach Faaborg gefahren und haben den Ort unsicher gemacht. Nun geht unsere Reise weiter entlang der dänischen Südsee. Unsere Crew besteht nach wie vor aus Tore, Andreas, Mohammed und ich, Ricardo. Noch ein bisschen Faaborg. War eine ganz schöne Stadt, muss man sagen. Ziemlich klein und schnuckelig. Abends konnte man nicht viel machen. Und wir sind ein paar Läden heute Morgen noch reingegangen und haben gesehen, was wir uns alles nicht leisten können. Der Fleischladen, da bin ich auch reingegangen und habe so gehofft, ach, irgendwas wird es doch geben. Und im Endeffekt saß ich bloß genauso sabbernd wie der Hund vor dem Laden, vor der Fleischtheke. Und ja. Dann sind wir wieder rausgegangen. Jetzt haben wir alle ziemlich nass. Als Frühstück werden wir uns jetzt erstmal um mittags, weiß nicht, was auch immer, 13 Uhr. Jetzt auch 13 Uhr. Jetzt erstmal ein paar Brötchen reinziehen und ja, wahrscheinlich irgendwo anfangen zu kochen. Aber meine Laune sinkt schon. Ich habe also echt Hunger. Aber wie auch immer. Jetzt fahren wir erstmal weiter zu einer nächsten Insel. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Insel heißt. Langebrook wollten wir, oder? Ja, in Richtung Langebrook. Wir segeln jetzt. Oder Langehook war es, glaube ich. Lange. Ja, irgendwie so. Jedenfalls segeln wir jetzt erstmal in die Richtung und arbeiten uns ein bisschen vorwärts. Wir haben jetzt eine kleine Strecke uns gesetzt von, ich glaube, 6,5 Seemeilen. Das war gut, mit der Geschwindigkeit dauert das ein bisschen länger. Aber wir sind ja auch zum Segeln hier und deswegen. Nehmen wir die Zeit mal auf uns, dann schmeißen wir nachher mal Anker, gehen mal ein bisschen baden, vielleicht schwimmen wir mal rüber zum Land, gucken uns die Insel mal ein bisschen an und ja, dann schauen wir mal weiter. So, wir sind jetzt hier von einer kleinen Insel gelandet. Wie nennt sich die? Korshafen. Ah, wir sind am Breitenende. Muss ich mal angucken. Und jedenfalls haben wir jetzt hier einen Anker geschmissen. Das funktioniert tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Muss vorne einfach bloß die Schraube lösen und dann rauscht er rein. Und ja. Wir schwimmen da jetzt mal rüber und erkunden mal ein bisschen die Gegend. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Fall mehr. Okay, ja. Na dann. Na, also beim Anlanden eine gute Figur zu machen, sollten wir noch mal üben. Ich versuche noch nicht aufzustehen. Oh, wie schön ist das. Also Steine gibt es hier noch und nöcher. Wo buddeln wir jetzt den Schatz aus? Leider haben wir keinen Schatz zum Ausgraben gefunden. Dann nehmen wir mal wenigstens ein paar Steine mit. Die sehen ja schließlich auch nicht schlecht aus. Ja, es braucht viel Arbeit, glaub mir. Die Geduld hätte ich nicht. Auf keinen Fall. Aber manchmal habe ich Bock darauf. Weil so was geil wird. Weil wir irgendwas haben, um die Steine zu schneiden und um die zu strukturieren, dann können wir sehr schöne Ketten davon machen. Flex. Da wir alle Steine jetzt haben, wird es langsam Zeit, zurück zum Schiff zu kommen, um den Anker zu lichten und unseren Trip fortzusetzen. Thank you.
Warst du schon? Nee, du siehst du jetzt im Trockner. Kurz nachdem wir wieder an Bord gegangen sind, haben wir Besuch bekommen. Ein paar Delfine, ich meine Schweinswale, wollten anscheinend mal vorbeischauen. Wenn man gerade von ihnen redet. Oh, zwei kleine. Guck mal, ein kleiner und ein großer. So, fangen wir an? Ja, würde ich sagen. Soll ich sonst hinten zur Maschine gehen? Kann ich machen. Und vielleicht irgendwann ein bisschen rückwärts fahren oder so? Scheint ja bisher gut zu funktionieren. Man sollte besser nicht den Morgen vor dem Abend loben. Ich hoppe da ein bisschen drüber. Jetzt ist er durchgedreht, ne? Anscheinend war es die Jungfernfahrt für den Anker. Die Ankerhalterung hat sich gelöst und wackelt nun etwas umher. Deswegen lässt sich der Anker auch nicht mehr mit der Winde so einfach bis in die Halterung ziehen. Ja, der Mist beschäftigt uns bestimmt noch eine ganze Weile. Wenigstens gesichert muss der Anker werden. Die Leute, was sich vorhin herausgestellt hat beim Ankern, dass die vordere Platte nicht ganz fest ist, haben wir jetzt nicht ganz gefixt bekommen, weil wir da richtig beschissen rankommen. Sonst Tore ist mit seinen langschlagsigen Armen da nicht rangekommen. So, jemand hat jetzt die grandiose Idee in den Raum geworfen, dass wir vielleicht über Nacht einfach nach Kiel gleich durchfahren. Weil wir fahren gerade nach, wie war der Name nochmal, ich habe ihn wieder vergessen, connected. Bartai auf der Aero und gerade bestimmt halt auf Strecke. An sich blickt eigentlich wenig Boden, was wir jetzt machen. Dann haben wir nämlich morgen gleich ein bisschen mehr von Kiel. Und der Herr da auf meiner, was ist das? Auf meiner Linken wird er morgen ein alter Sack werden. Aber das ist das Ding. Von der Kamera aus auf der linken Seite. Ja. Regen. Wir haben Poppen auf der Linse. Ach, scheiße. Egal. Ich hätte aber eigentlich auch gefunden. Dann haben wir halt mehr von hier. Aber wie gesagt, bis dahin geht es gut. Ja. Also, was genau fehlt denn noch? Also, der hat noch kein GPS. Und die Karten muss ich noch unterleihen. Da sind ein paar Sachen noch erledigt werden müssen. Die Karten da unten müssen vorbereitet werden. Aber es liegt doch unser optimales System, oder? Du hast es ja schon mal gemacht. Weißt du, wie lange es her ist? Nein. Bisschen, aber erstmal muss man die Uhrzeit noch erteilen lassen von den Zoll. Obwohl, die passt doch jetzt. Jetzt sieht der Weg wieder aus. An sich sieht das einfach mal echt schick aus. Wir haben da jetzt das aktuelle Open Plotter, also Open Plotter 3 drauf, die in 60 Bit sogar. Das scheint schon relativ flüssig zu sein, soweit. Landungen in Atlantik schalten. Ja. Und der Dreiweiter. Bei den Funksprüchen versteht man ja sowieso eh nichts. Das ist ja auch immer so. Kannst du mal an, wie tief das Deck vor uns ist? Also das sind so... Stehen da zu treiben. Bei mir? Also steht da. Rauf, ich soll ich einmal auf die Sitzbuchen machen, dass... Das der sagt eigentlich, man kann da durchfahren. Im rein theoretisch hätten wir noch einen Meter und dann cool. Will kaufen. Also, mehr dann fahren wir die Nacht durch. Dann kommen wir hoffentlich, wenn es hell wird, wieder an. Wettertechnisch sieht es eigentlich ganz schön scheiße aus. Also vom Wind her nicht. Der bleibt wohl. Der bleibt wohl bei maximal 4. Aber es wird wahrscheinlich regnen. Das ist der Nachteil am Ganzen. Und natürlich kann die Ostsee auch tückisch sein, aber ich denke mal, sollte nicht so das Problem sein in der Nordsee. So. Also Dampferlicht und Projektionsstand sind jetzt an. Das heißt, wir bereiten es langsam vor auf die Nachtfahrt. Oh, das sieht aber eng aus. Oh, nicht dagegen prügeln. Ja, nee, also ich war schon auf dem Kurs daneben, aber... Ja, ich glaube, das Fahrwasser müssen wir auch gleich folgen.
Ja, ja, aber der. Ja, genau. Benzin oder Diesel brauchen wir nicht, ne. Da ist ja ganz schön was los an dem Hafen. Also, wir laufen jetzt den Hafen nicht an, wir fahren jetzt gleich. Warum laufen wir denn eigentlich nicht an? Weil wir über Nacht fahren wollen? Okay. Oder nicht? So, wie ich hätte gedacht, wir sind ja zu einer recht passablen Zeit eigentlich hier. Ja, das stimmt, aber alle anderen sagen, wir wollen weiter. Okay. Ich meine, mal sehen können wir auch anlegen. Ja, nein, ich will mich da nicht querstellen, wenn ihr das laufen wollt, dann machen wir das. Ja. Also, war ja meine Idee mit dem Nachtfahren. Also. Ja, dann sind wir gleich in Kiel, ja? Dann sehen wir jetzt das letzte Mal Dänemark. Jetzt neu. Bis Dänemark. Also die Stadt sieht dann immer friedlich aus, ja? Aber gut, bei den Regenwetter können wir auch nicht hier machen. Da gibt es höchstens eine Bar, aber da können wir uns auch noch ein, zwei Bier leisten. Und morgen kommen wir wahrscheinlich wieder nicht los, also von daher. Vielleicht kann er mal anmelden. Ja, komm noch wegen, ne? Der sitzt da auch im kleinen Kabuck da oben. Wieso können die Fette Marane eigentlich nur so cool? Weil die cool sind, die haben eine hohe Geschwindigkeit. Und haben extrem viel Platz. Es ist, als ob du in einer Wohnung bist. Da wird es auf jeden Fall sehr flach, ne? 0,3 Meter. Plus gar nicht. Die haben uns das auch wirklich gut überlegt mit dem Nachtfahren, ja? Ich bräuchte jetzt auf jeden Fall jemanden, der mir beim Navigieren die ganze Zeit hilft. Jetzt beim Rausfahren hier. Auf jeden Fall, ja. Ja. Na, mach, dich machst du gerade, ne? Ich, und ich bereite die Schriftstücke gerade vor. Da müssen wir nämlich jetzt das hier alle notieren. Nächste Woche geht es also weiter, wie wir über Nacht der Schlechtwetterfront trotzen. Also, abonnieren nicht vergessen, es bleibt spannend. Hat euch das Video gefallen? Dann kommentiert und liked es doch gern. Uns würde es sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal bei Disaster Tours.